Willkommen zur Piazza Navona, eines der schönsten Plätze Roms. Dieser malerisch schöne Ort beinhaltet einige Meisterwerke des Barock und zählt zu einem der traditionsreichsten Plätze der ewigen Stadt. Zu Zeiten des Kaisers Titus Flavius Domitian war die Piazza Navona eine Wettkampfarena, die ca. 30.000 Römer fasste. Errichtet wurde das Stadion unter Caesar im Jahr 46 vor Christus, ehe der Bau von Kaiser Domitian 50 Jahre später vollendet wurde. Die Arena war zu ihren Hochzeiten 275 Meter lang und 106 Meter breit. Sie diente als Austragungsort für Leichtathletikwettkämpfe sowie für Roms berühmte Wagenrennen. Zwischenzeitig wurden hier sogar Gladiatorenwettkämpfe veranstaltet und Seeschlachten inszeniert. Die drei barocken Brunnen, die Sie hier sehen, wurden im 16. und 17. Jahrhundert errichtet. Der bekannteste von ihnen ist der Vier-Ströme-Brunnen, den Sie im Zentrum der Piazza sehen. Erbaut wurde er zu Ehren des Papstes und seiner Familie in den Jahren 1649 bis 1651. Er gilt als wahres Meisterwerk des Hochbarock und wurde von keinem Geringeren als dem weltbekannten Gian Lorenzo Bernini entworfen. Die Nordseite der Piazza Navona kleidet der Neptunbrunnen, welcher 1570 entstand. Die Statuen, die den Brunnen schmücken, wurden jedoch erst im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts hinzugefügt. Den Südteil des barocken Platzes bekleidet der Mohrenbrunnen, welcher ebenfalls im 16. Jahrhundert entstand. Sein Architekt war abermals der Baumeister Giacomo della Porta. Ein sagenhaftes Beispiel barocker Architektur finden Sie zudem in Form der Kirche St. Agnese, welche gleich an die Piazza angrenzt. Hier finden Sie zudem eine ganze Reihe an Restaurants und Straßencafés, die allesamt dazu einladen, einen Kaffee oder ein Glas Wein zu genießen und dem bunten Treiben auf der Piazza zuzuschauen. Falls Sie erfahren möchten, in welchen der exklusiven Restaurants Sie einen gigantischen Blick auf die Piazza Navona ergattern können, sollten Sie sich unbedingt auch unser Video zu den 10 besten Geheimtipps für die Stadt Rom anschauen. Mit Anbruch der Dunkelheit erstrahlt dieses schöne Plätzchen übrigens in einem überaus fotogenen Licht. Dies sollten Sie sich während Ihres Stadtbummels, wenn möglich, nicht entgehen lassen. Wenn Sie nun mehr über die Brunnen sowie zur Geschichte der atmosphärischen Piazza erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite rom-tourist.de. Gerne können Sie uns mit einem Daumen nach oben unterstützen sowie unseren Kanal abonnieren.